Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um meinen Tag im Mittelalter. Bezug nehmend auf die Produktion von Terra X, die ja mit ihrem Tag im Mittelalter, die meisten, die diesen Film sehen, werden auch den anderen gesehen haben, nicht ganz meinen Geschmack getroffen haben, will ich mal meinen Gegenversuch starten. Kann ich es besser als Terra X? Kann ich mit meinen Hausmitteln eine bessere Erzählung hinbauen? Ich habe natürlich den großen Vorteil, alles, was ich mir jetzt überlege, kann ich einfach per se umsetzen. Ich gebe mir ein unbegrenztes Budget, ich kann filmen, was ich möchte, mit allen Gebäuden, die ich möchte. Das kann eine wirkliche Produktion natürlich nicht. Die sind immer begrenzt. Ich kritisiere nicht, dass sie nicht endlose Möglichkeiten haben. Ich kritisiere, was sie mit ihren Möglichkeiten machen. Bei mir in meiner Konzepte, die ich jetzt aufstelle, kann ich im Prinzip alles zeigen, was ich möchte. Ist natürlich traumhaft, kann keine Fernsehproduktion überhaupt. Deswegen gehen wir heute einen Tag lang mit meinem Wundarzt durch die Stadt Frankfurt. Das Jahr, ich nehme einfach das Jahr, das Terra X auch genommen hat, 1454, wobei ich normalerweise so in den 1470ern mich besser auskenne und auch als Darsteller unterwegs bin. Meine ganze Kleidung ist aus den 1470er Jahren, aber 1454 lasse ich mich drauf ein. Frankfurt am Main ist zu der Zeit etwa 10.000 Einwohner groß. Das ist für eine Stadt im Spätmittelalter groß, aber längst nicht so groß wie Städte wie Nürnberg oder Köln oder Lübeck. Das sind die größeren Städte in der Zeit. Und außerhalb des Heiligen Römischen Reichs haben wir eben Städte wie Paris oder London, die richtig groß sind. Wobei die allergrößten Städte haben wir zum Beispiel im maurischen Spanien oder auch im Orient. Da gibt es viel, viel größere Städte. Trotzdem, 10.000 Einwohner ist ziemlich viel. Eine Hauptstadt hat das Heilige Römische Reich nicht, aber Frankfurt ist der Wahlort des deutschen Königs, anfangs des Kaisers. Das ganze Wahlprozedur ändert sich. Es hat auch was mit dem Investiturstreit und der Legitimation zu tun. Frankfurt ist eben der Wahlort. Krönungsort der Kaiser wird es erst im 16. Jahrhundert. 1562 wird Maximilian II. In Frankfurt gekrönt und ab dann sind die Kaiserkröne auch in Frankfurt. Das haben wir im 15. Jahrhundert noch nicht. Trotzdem wichtiger Ort und es ist eine der beiden großen Messestädte. Leipzig und Frankfurt haben beide eine überregional bekannte Messe. Frankfurt hat eine Frühjahrs- und eine Herbstmesse und ist damit als Messeort natürlich überregional bedeutend, also obwohl es gar nicht so sehr groß ist, ist die Bedeutung Frankfurts für das Heilige Römische Reich erheblich größer als die reine Einwohnerzahl. Den Mundarzt, ich gebe ihm keinen Namen, das spare ich mir, aber hier an der linken Bildseite sehen wir eine Darstellung eines Wundarztes. Das Buch, aus dem ich das habe, ist ein Frankfurter Buch. Es ist eine Geschichte, die sieben weisen Meister, ein Frankfurter Goldschmied hat dieses Buch für sich selbst geschrieben und gemalt, also ist eine Arbeit nur für ihn, ist nicht irgendwie als Auftragsarbeit entstanden. Und dieses Bild stellt eben einen Wundarzt dar, es ist eben aus dem Kontext der Geschichte, der Wundarzt wird gerufen, um die Frau zur Ader zu lassen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die sonstigen Umstände ein, aber hier haben wir einen Frankfurter Bürger, dieser Hans Dirmstein, der 1471 einen Wundarzt darstellt. Da können wir genau sehen, so stellt man sich in Frankfurt zu der Zeit einen Wundarzt dar. Und es hat halt gar nichts zu tun mit dem komischen Fell und der komischen Mütze, die wir hatten. Was der auf dem Kopf trägt, ist eine Gugel, die er falsch rum trägt. Also Gugel kennt ihr vielleicht, diese Kapuze, die auch über die Schultern geht. Und wenn man da den Gesichtsausschnitt aufrollt und das Ganze den Gesichtsausschnitt über den Kopf zieht und den Schulterteil seitlich herunterhängen lässt, dann bekommt man genau das. Da scheinen auch noch ein paar Zatteln dran zu sein, das war auch eine Zeit lang modern, aber diese falsch rumgetragenen Gugeln, daraus entwickelt sich später der Chaperon, ist eine Kopfbedeckung, die selbst Könige tragen, also kommt in der Hofmode ganz weit, aber das ist so eine legere Kappe. Das ist so ein bisschen, als würde der seine Baseballkappe schräg oder umgedreht tragen. Also es ist schon eindeutig etwas, was eher modisch, stilig ist. Dazu die Jacke, das Graue, ich würde es als Grau bezeichnen, ist eine Schecke. Ziemlich kurz, man sieht auf der anderen Seite den Mann, der einen Patrizier darstellen soll. Der trägt eine pelzgefütterte und pelzverbrämte lange Schecke, die bis zu den Knien geht. Das ist die Kleidung, die ein Mensch von Stand tragen würde. Der Wundarzt trägt eher jugendlich moderne Kleidung. Und darunter ein Wams, man sieht die orangen oder rötlichen Stücke, das ist eben Wams und Hose, das trägt er unter der Schecke. Aber da können wir wirklich sehen, so sieht unser Wundarzt aus und wir können es auch ohne Probleme mit einem Beleg untermauern. Im
Der T-Rex-Produktion ist, kommt ganz, ganz kurz die Frau des Wundarztes vor. Die liegt kurz im Bett und alles, was man sie, über sie erfährt, ist, sie ist viel jünger als er. Sie ist eine zweite Frau, irgendwie 24 oder 25, hat zwei Kinder geboren. Und für den Rest der Produktion spielt diese Frau überhaupt keine Rolle mehr. Immer schade. Hier sehen wir eine Frankfurter Frau dieser Zeit, wieder aus exakt demselben Buch. Die trägt ein Überkleid, das sieht man ganz gut, denn dieses Kleid ist an der Seite in den Gürtel gesteckt und darunter sieht man ein Unterkleid. Und dieses Unterkleid hat einen gemusterten Stoff, bei der Frau des, eines Wundarztes wahrscheinlich ein bedruckter Leinenstoff. Das Oberkleid ist aus Wolle und man sieht ganz oben im Ausschnitt blauen Stoff, das heißt, es ist kein, das Unterkleid ist da nicht sichtbar, denn es ist ja unten grün. Entweder ist das Unterkleid zweifarbig oder was wahrscheinlicher ist, es hat einen Einsatz, ein Brusttuch und simuliert quasi die Optik, als würde darunter ein blaues Kleid getragen werden. Ist natürlich blau, relativ teure Farbe, kann man damit wenig Stoff diesen Eindruck erwecken. Da findet man Beispiele dafür. Und sie trägt natürlich für die Zeit ganz typisch eine Haube. Und diese blonden Zöpfe ist das Schönheitsideal bei Frauen der Zeit. So sehr Schönheitsideal, dass wir Beispiele kennen für falsche Zöpfe, zum Beispiel aus Rosshaar, die gebleicht wurden und dann als blonde Zöpfe unter der Haube getragen werden. Also nicht jede Frau war blond, aber auf den Abbildungen finden wir wahnsinnig oft blonde Zöpfe. Es scheint wirklich so zu sein, dass die auch gerne mal gefaked wurden. Diese Frau ist natürlich nicht nur Hausfrau. Wir reden von einem eher kleineren Handwerksmeister in der Stadt. Komme ich gleich nochmal zu. Aber er ist kein reicher Mann, er ist nicht Oberschicht, er ist aber auch nicht ganz arm. Wahrscheinlich hat seine Frau mit ihm zusammengearbeitet. Nicht gleichberechtigt, ist eine Vorstellung, die im Mittelalter ohnehin nirgendwo zu finden ist. Aber sie geht ihm zur Hand bei vielen Dingen. Sie wird auch ihre Kenntnisse sich erworben haben. Und wir haben ganz oft Beispiele, sogar im Bereich der medizinischen Versorgung, dass eine Frau, deren, also eine Frau eines Handwerksmeisters, die gestorben ist, die Geschäfte weiterführen kann. Nicht ewig, teilweise holt sie dann Hilfe, oft heiratet sie irgendwann einen Gesellen, der dadurch eine Meisterstelle bekommen kann. Aber wir finden es eben auch in Aufzeichnungen, dass Frauen da durchaus ihre eigenen Kenntnisse eingebracht haben und mithelfen. Im Fall eines Wundarztes finden wir zum Beispiel, dass die Frau eine Apothekerfunktion einnimmt. Wundärzte dürfen an sich nicht Apothekerdienste machen, da sind die Zünfte vor. Aber es gibt eben Dinge, die muss er quasi machen. Zum Beispiel Wundpflaster. Ein Pflaster ist, heute haben wir so ein Klebepflaster. Ein Pflaster ist oft eine Mischung aus Kräutern und ähnlichen Dingen, die auf eine Wunde gelegt wird, um eine medizinische Wirkung zu entfalten, zum Beispiel als Zugsalbe oder ähnliche Dinge. Und solche Pflaster holt er natürlich nicht jedes Mal beim Apotheker. Die macht er auch durchaus selbst und da kommt oft die Frau ins Spiel. Werden wir aber gleich nochmal behandeln. Aber hier haben wir die Optik der beiden Protagonisten. So sehen die aus. Und als nächstes widmen wir uns dem Haus unseres Wundarztes. Das ist kein Haus in Frankfurt, das ist ein Haus in Hum, hier ganz in der Nähe, ein Fachwerkhaus. Diese Fachwerkoptik hätte es in Frankfurt vermutlich nicht, es wäre entweder verkleidet oder verputzt, jedenfalls im 15. Jahrhundert. Aber da haben wir ungefähr die Größe und Konstruktionsart, denn dieses Haus ist ungefähr zu der Zeit entstanden, knapp danach. Aber auf jeden Fall im 15. Jahrhundert. Und heute ist es ein Gasthaus. Früher war es die Hofapotheke. Und ich fand das durchaus passend. Ein ähnlicher Beruf, eine ähnliche Größe. Das ist, habe ich so als Beispiel für das Haus unseres Wunscharztes rausgesucht. Und in einem Gemälde sehen wir ganz ähnliche Gebäude. Das ist jetzt so ganz im Hintergrund eines Gemäldes zu sehen. Die Genter Altar übrigens, ganz berühmter Altar. Da ist aber so eine Häuserzeile und das ist auch ungefähr dieselbe Größe. Hier sieht man auch zum Teil die Verkleidung, aber auch ein unverputztes Fachwerkhaus mittendrin. Das sind so die Häuser, von denen wir sprechen, beim Haus eines Wundarztes. Der lebt auch nicht alleine in seinem kleinen Haus. Es wird wahrscheinlich an einer Seitenstraße liegen, nicht an einem großen Platz oder sowas. Das wäre zu teuer. Eine Praxis, ob er so etwas im Haus hatte, ist, kann ich auch nicht beantworten. Wir finden Wundärzte sehr oft außerhalb seines Hauses arbeiten. Jedenfalls in den Darstellungen. Es ist nicht ganz klar bei so einem Wundarzt wie diesem, ob der jetzt eine Praxis in seinem Haus hat. Es gibt andere Beispiele. Kommen wir nachher sogar zu einem. Da finden wir regelrechte chirurgische Kliniken mitsamt Betten. Aber bei so einem Wundarzt wie dem, um den es bei uns geht, kann ich es nicht beantworten. Das Haus hat natürlich, wir kriegen bei Terex gesagt, die wohnen alle im selben Raum. Das ist eher unwahrscheinlich. Da haben wir nochmal diesen Raum, in dem die angeblich alle gewohnt haben. Wir sehen diese Stroh ausgestopften Fenster. Wir sehen die merkwürdigen Glasbehältnisse an der Decke. Hier sehen wir sogar, dass auf einer Seite Stoff an der Wand ist, da musste offensichtlich für die Produktion irgendwas
abgetarnt werden. Die hatten irgendeine Situation, haben versucht, daraus so einen Raum zu konstruieren. Deswegen hängt da Stoff und Stroh. Das ist die wahrscheinlichste Lösung, dass einfach irgendwelche Dinge versteckt werden mussten. Und wir kriegen gesagt, die wohnen alle zu viert in diesem winzigen Raum. Wir reden bei unserem Wundarzt von einem zünftigen Handwerksmeister. Der hat einen Meistertitel, der hat eine Prüfung abgelegt, der ist Mitglied in Frankfurt der Bader. Zunft, die ist nicht sehr groß, sogar eine sehr kleine Zunft, die hat zu der Zeit ungefähr, ich meine, 16 Mitglieder. Da sind dann eben auch Barbiere dabei, das sind Bader, die ein Badehaus betreiben dabei. Also wir reden da von einer relativ kleinen Zunft mit wenigen Mitgliedern. Dementsprechend auch mit nicht so wahnsinnig viel Macht. Trotzdem, er ist ein Handwerksmeister. Er ist in der Mittelschicht seiner Stadt angekommen und ich gehe davon aus, dass er nicht nur mit seiner Frau und seinen Kindern in diesem Haus lebt, sondern zum einen wird er einen Lehrling haben. Geselle lasse ich jetzt mal außen vor, denn ich gehe wirklich davon aus, er ist ein kleiner Wundarzt, aber einen Lehrling wird er haben und seine Frau hat möglicherweise auch eine Magd. Vor allem, wenn sie sowieso noch bei ihm mitarbeitet, ist eine Magd durchaus eine sinnvolle Angelegenheit. Ihre Arbeitskraft ist quasi teurer als der Magd, der Tausch lohnt sich. Wir haben eben eine Schlafkammer für die Eltern, wahrscheinlich eine Schlafkammer für beide Kinder, eine für die Magd und eine für den Lehrling. Die schlafen natürlich nicht zusammen, um Himmels Willen. Wenn der Wundarzt nicht da ist, dann schläft die Magd durchaus im Bett der Frau mit. Das finden wir häufig. Ist wahrscheinlich auch so eine Sache des Anstands und der Moral, dass quasi sie, man direkt die Kontrolle hat, ist die Frau treu. Weiß ich nicht, aber wir finden es immer wieder in Geschichten, dass die Magd bei ihrer Herrin schläft. Manchmal nicht im selben Bett. Manchmal gibt es so Ausziehbetten unter dem Hauptbett, in dem jemand noch mitschlafen kann. Wie gesagt, einen Praxisraum weiß ich nicht. Wir werden einen Wohnraum haben, ziemlich sicher. Das war schon getrennt, wenn man es sich leisten konnte. Man lebt nicht im Schlafraum. Im Erdgeschoss, wenn da nicht irgendwie eine Praxis oder so das ist, dann wird es aber da eine Küche gegeben haben, vielleicht auch ein Lagerraum. Und höchstwahrscheinlich haben wir einen Kräutergarten. Hier haben wir so ein Schlafzimmer. Die Schlafkammer unseres Paares wird recht klein gewesen sein. Auch gar nicht viel drin. Also wir haben da ein Fenster, ganz ohne Strom. Wir haben ein Bett für beide mit einer Fußbank davor. Das wird tatsächlich das sein, was wir darin finden. Wahrscheinlich noch eine Truhe. Schränke zu der Zeit fangen gerade erst an. Also die Möbelauswahl ist noch relativ begrenzt. Wir werden ziemlich sicher eine Truhe für die Kleidung gehabt haben. Vielleicht auch mehr als eine. Und zur Fensterkonstruktion, so sah ein übliches Fenster in einem nicht wohlhabenden Haus aus. Gar nicht so klein, wie es behauptet wird. Ich zeige noch mal ganz kurz hier dieses Bild, also die Vorstellung von den kleinen Fenstern. Wenn man diese Gemälde sieht, weiß ich nicht, woher die kommt. Also wir sehen da sogar im Gegenteil ganz, ganz viele Fenster. Und wenn man die eben von innen sieht, dann sieht das Ganze so aus. Hier haben wir eine ganz typische Aufteilung. Wir haben oben ein Oberlicht, das ist verglast. Es muss kein Glas sein. Ich denke, ein Handwerksmeister kann sich zu der Zeit Glas leisten. Das ist nicht so wahnsinnig teuer. Jedenfalls, wenn wir von so kleinen Teilen sprechen. Es kann aber auch genauso gut behandeltes Leinen sein. Es gibt Beispiele von Hornplatten, die da eingesetzt wurden. Pergament ist immer so ein bisschen schwierig. Pergament ist nicht sehr wasserresistent. Deswegen ist zum Beispiel geöltes Leinen eine sinnvollere Methode. Wird gerade auf der Burgbaustelle in Frankreich, Gudelon, ausprobiert, solche Fenster zu benutzen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, etwas Billigeres als Glas zu nehmen. Die unteren zwei Drittel dieses Fensters sind nicht verglast. Da ist gar nichts drin. Die sind offen. Nachts schließt man sie mit den Läden. Spannenderweise, die Läden gehen nach innen. Heute kennen wir das, dass die Läden nach außen gehen, aber hier gehen sie eben nach innen, weil sie noch ohne Scheiben bedient werden. Und so hat man im Prinzip im Sommer, wenn es warm ist, macht man das Fenster komplett auf. Licht kommt rein, Luft kommt rein. Wenn es schlechtes Wetter ist, schließt man die Läden bis auf das Oberlicht. Und das Oberlicht macht man nachts dann auch noch zu. Also man hat verschiedene Funktionen, das Ganze zu öffnen und zu schließen. Die Wohnstube ist ziemlich sicher so eine Bohlenstube. Und hier sehen wir auch gleich eine Alternative zu diesem Fenster. Hier sehen wir ein vollverglastes Fenster aus so Blei zusammengefügten Glasscheiben, in denen nur ein kleines Fenster zu öffnen ist. Das kann man zur Seite schieben. Das ist nicht mit dem Flügel, das ist zum Schieben. Der Rest der Stube ist mit Holz aus verkleidet, was natürlich für die Wärme sehr gut ist. Wir haben da zwischen Mauer und Holz eine kleine Luftschicht, eine Dämmung. Die Feuchtigkeit wird durch das Holz reguliert. Es riecht gut. Also gerade im süddeutschen Raum wird dafür gerne Zirbelkiefer genommen. Ich habe tatsächlich Möbel aus Zirbelkiefer. Das Holz habe ich mir in Südtirol mitgebracht. Der Geruch ist wirklich fantastisch gut. Und das Nette dazu ist, wir haben gleich eine
Beleg dazu. Das war aus dem 16. Jahrhundert, eine Zunftscheibe der Bader aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht genau, woher aus der Schweiz. Aber hier sehen wir eben einen Wundarzt offensichtlich oder ein Betreiber eines Badehauses, wäre auch möglich, der an seinem Schreibtisch sitzt, im Hintergrund genau das Fenster, das wir gerade hatten. Nur, dass wir hier keine rautenförmigen Scheiben haben, sondern Butzenscheiben. Und darum die Tätigkeiten, da sehen wir im Badehaus. Auch diese Stube ist als Bohlenstube ausgeschlagen. Also genau das, was ich eben beschrieben habe, finden wir hier als Beleg. So können wir uns wunderbar das Wohnzimmer dieser Familie vorstellen. Und abends sehen wir hier ein Bild, das ist ein Buch über Kindererziehung, spannenderweise. Wir haben einen kleinen Kachelofen in diesem Raum, wir können rüber in den Schlafraum sehen, wir haben im Hintergrund eben wieder diese geteilten Fenster, wir haben eine Decke, einen Leuchter, das kann, wenn es ärmlicher ist, ein Holzleuchter sein, wenn es reicher ist, ist er aus Messing, bzw. Bronze, Gelbguss, irgendwas dazwischen. Und hier sieht man eben die typischen Tätigkeiten. Die Frau und die Tochter spinnen, das ist so die Vorstellung, eine Frau tut nichts, das hat man vermieden, Frauenhände sollten etwas zu tun haben. Klar, sexistisch, aber nicht unsere Zeit. Und das Mädchen bekommt im Prinzip auch diese Tätigkeiten gerade beigebracht. Das Kind in der Wiege wird gleich noch mit dem Fuß gewiegt. Man sieht sogar einen Schoßhund in der Ecke, also ein Haustier haben wir auch. Und der Sohn lernt offenbar lesen und schreiben, denn das hat man nicht in der Schule gelernt. In der Schule sollte man das schon können. Das hat man im Haus beigebracht bekommen. Das war noch Sache der Eltern. Und möglicherweise, also nein, in der Stadt wie Frankfurt ziemlich sicher, hat das Mädchen das auch gelernt. Das wird eben nicht dargestellt. Der Mann ist offensichtlich Krämer, Kaufmann oder sonst irgendetwas, rechnet gerade. Das ist diese eine Variante des Rechentisches, die ich bis heute nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert. Aber hier haben wir ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, für die Nutzung dieses Wohnraums, den wir jetzt entworfen haben. Wenn es dann doch einen Behandlungsraum gibt, ich habe hier einen, der ist, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert, also viel, viel später, aber von den Dingen, die wir sehen, dürfte sich gar nicht so viel geändert haben. Hier sehen wir eben einen Wundarzt, ich glaube, er macht gerade einen Starrstich, da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Im Hintergrund sehen wir an der Wand eine Schale, wir sehen Apothekergefäße bzw. Gefäße für Medikamente an der Wand. So könnte ein Behandlungsraum ausgesehen haben, wenn wir einen vorfinden. Das ist auch wieder eine Frage, wie steht unser Wundheiler? Der Kräutergarten, auch da ein etwas späteres Bild, sieht man schon sogar mit Blumentöpfen im Hintergrund und befestigten Beeten. Das haben wir in der Stadt durchaus häufiger. Hier haben wir noch ein zweites Beispiel für Gärten in der Stadt. Und ich hatte mal in einem Film über Stadt gezeigt, wie viel Grünflächen wir in der Stadt eigentlich haben. Wir können also davon ausgehen, dass unser Wundarzt hinter seinem kleinen Haus noch einen Gartenbereich hat, in dem er selber Heilkräuter zieht. Er muss natürlich viel zukaufen, dafür gibt es Apotheker. Aber es gibt auch Dinge, die er immer wieder braucht, die er eben selbst ziehen kann. Und auch das ist ein Tätigkeitsfeld, wo seine Frau ihn ziemlich sicher unterstützt hat, denn er ist mit Patienten beschäftigt. Sie hat eventuell nicht weniger zu tun, aber größere Freiheiten in ihrer Arbeitsgestaltung, weil sie weniger auf die Termine anderer Rücksicht nehmen muss. Aber das ist auch etwas, was ziemlich sicher in diesem Haus vorhanden ist. Ein kleiner Kräutergarten. Dann ist schlicht die Frage, mit was für einem Wundarzt haben wir es überhaupt zu tun? Das ist nämlich eine ganz ordentliche Bandbreite. In der abendländischen Medizin im Frühmittelalter haben wir es sehr oft mit Klostermedizin zu tun oder mit volkstümlicher Medizin. Sprich, auch die einfachen Leute haben medizinisches Wissen. Sie wissen, welche Kräuter helfen. Da kommt jetzt oft die Vorstellung der weisen alten Frau, des Kräuterweibs oder sonst etwas. Das war aber niemals ein randständiges Wissen. Das war fest in der Kultur verankert. Wir haben auch aus dem 14. Jahrhundert, habe ich schon mal als Quelle genannt, das sogenannte Pariser Hausbuch, Ménager de Paris. Da sind auch schon Rezepte drin, auch medizinische Rezepte. Auch in der Hausbuchliteratur findet man medizinische Rezepte. Das war schlicht und ergreifend Allgemeingut. Jemand, der sich auskannte, wusste das. Natürlich haben wir auch da eine Arbeits- bzw. Wissensteilung. Jemand, der den ganzen Tag auf dem Acker steht, der beschäftigt sich damit weniger. Jemand, der eventuell die Zeit hat, auch weil er älter geworden ist und nicht mehr körperlich arbeitet, hat da größeres Wissen angesammelt. Und dann finden wir natürlich Spezialisten. Ein Beispiel ist natürlich Hebammen. Gerade im Dorf haben wir selten in Anführungszeichen ausgebildete Hebammen. Wir haben einfach Frauen, die sich mit Erfahrung, Wissen zusammen angeeignet haben und das nutzen. Die wurden nicht verfolgt. Hebammen wurden
eigentlich nicht irgendwie verfolgt oder benachteiligt, waren ja Teil der Gesellschaft, haben eigentlich sogar eine Vertrauensposition inne gehabt. Und auch selbst in der Neuzeit, als die Hexenverfolgung ganz stark werden, ist Hebamme oder auch Kräuterwissen eigentlich nichts, was einen qualifiziert, als Hexe besonders verfolgt zu werden. Also wüsste ich keine großen Beispiele für. Mit der Zeit, über den Verlauf des Mittelalters, bildet sich jetzt ein Ärztestand heraus. Das Ganze wird auch im Prinzip zu einer universitären Ausbildung. Mit den ersten Universitäten, aber auch vorher schon an Klosterschulen und Ähnliches, gibt es eine Professionalisierung des Arztberufes, der aber auch immer mehr klerikal wird. Studenten sind Kleriker. Die meisten Studenten oder studieren unter anderem auch die beiden Rechte, wie man es nennt, also das weltliche und das kirchliche Recht, und empfangen die niederen Weihen. Viele empfangen später auch höhere Weihen, denn die Universitäten sind erstmal eine Ausbildungsstätte für den Klerus, aber dort wird eben auch Medizin unterrichtet. Und ein ganz großer Teil der Mediziner von so einer Universität, also die Ärzte, sind Kleriker. Und da kommen wir zu einem Problem. Das finden wir auch schon in der Klostermedizin. Der Umgang mit Blut auf der einen Seite und zum anderen das Risiko, Leute bei dieser Kunst zu töten. Das ist einfach nicht auszuschließen. Und das ist mit dem Stand eines Klerikers schwer vereinbar, denn der muss im Stand der Gnade sein. Wenn der einen Menschen bei einer medizinischen Behandlung sterben lässt, der unter seinen Händen wegstirbt, dann ist dieser Stand der Gnade kompromittiert, dann ist er als Kleriker kompromittiert, und das führt dazu, dass die Ärzte sich auf die innere Medizin zurückziehen und die Chirurgie den Wundärzten überlässt. Da entsteht ein paralleler Ausbildungszweig, nämlich ein handwerklicher Ausbildungsweg von Wundärzten, die als Lehrlinge, später als Gesellen, dann als Meister arbeiten, und die finden sich eben auch in Zünften zusammen und werden wirklich ein Handwerkerstand. Und den muss man recht breit anschauen. Da haben wir, das fängt beim Barbier an, der wirklich Haare schneidet und in den Bart schert. Geht weiter über den Bader, der schon Eingriffe macht. Und hier haben wir zum Beispiel aus dem Hochmittelalter eine typische Darstellung eines Wundarztes. Der macht hier gerade einen Stahlstich. Was das ist, erzähle ich gleich noch. Aber so, da haben wir eben ein frühes Beispiel für so einen Chirurgen, einen Baderchirurgen, manchmal wird es auch manchmal genannt. Wir haben da, wie gesagt, die Bandbreite vom Barbier über den Bader zum Wundarzt bis zum Physikus. Also es gibt so den Stadtphysikus, den Stadtarzt in vielen Städten, und der wird meistens von einem Arzt, also einem Studierten, gestellt. In vielen Fällen finden wir da aber auch einen Wundarzt. Auch ein Wundarzt kann sehr, sehr bekannt und sehr, sehr wohlhabend mit seiner Kunst werden. Und da haben wir eben ein paar Beispiele für. Das hier ist zum Beispiel die Szene, in der Friedrich III. 1454, also die Zeit, von der wir reden, ist der gerade Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das Bild ist, glaube ich, 30 Jahre später. Dem wird wegen Arteriosklerose der Fuß abgenommen. Und dafür versammeln sich auf diesem Bild, sind sogar einer zu viele, sammeln sich 7 Wundärzte, und zwar sehr bekannte Wundärzte, die den Eingriff vornehmen. Und einer davon ist Hans Seif. Und Hans Seif will ich mal so als Beispiel für einen Wundarzt dieser Generation nennen. Der wurde 1440 in Göppingen als Unfreier geboren. Ist also Untertan des Grafen von Württemberg, erhält eine schulische Ausbildung dank der Chorherren von Oberhofen. Offensichtlich wurde irgendwie sein Talent erkannt oder so etwas. Das habe ich in erstaunlich vielen Viten von Wundärzten gefunden, dass sie irgendwie durch Unterstützung eine Schullaufbahn gemacht haben. Ist dann als Bader tätig, hat vermutlich also eine Lehre gemacht. Und 1461, also mit 21 Jahren, lässt er sich mit einer der 3 Badestuben in Göttingen belehnen. Also dort werden die Badestuben vom Stadtherrn als Lehen vergeben. Also man muss dafür eine Abgabe machen, und man muss offensichtlich so eine Belehnung bekommen, um eine Badestube auch führen zu dürfen. Ein Jahr später begleitet er den Grafen von Württemberg in den Krieg gegen die Kurpfalz und gerät in eine 11-monatige Gefangenschaft. Höchstwahrscheinlich bei der Schlacht von Seckenheim, so eine der großen Schlachten in der Zeit, in der der Graf von Württemberg eben in Gefangenschaft gerät, offenbar er ebenfalls. 1477 taucht er dann als Wundarzt auf. Er wird nicht mehr als Bader bezeichnet, er wird als Wundarzt bezeichnet. Und ab 1481 ist er Leibarzt für Herzog Albrecht IV. Von Bayern München. Also hat schon eine Karriere gemacht, ist zum Leibarzt aufgestiegen. Wird dann auch in München dementsprechend Stadtarzt. Hatte ich eben erwähnt, da haben wir einen
Chirurgen, einen ehemaligen Bader, der zum Stadtarzt aufgestiegen ist, und er fängt auch an, das öffentliche Gesundheitswesen in München ordentlich umzukrempeln. Es sind Reisen bis nach Antwerpen bekannt. Dort ist er auch am Hof von Maximilian I. aufgetaucht, und in seiner Heimat Göppingen baut er eben eine regelrechte Klinik auf, eine chirurgische Klinik mit Betten. Mehrere Räume mit Betten stehen da zur Verfügung. 1493 wird er nach Linz entsandt, nämlich genau zu dieser Amputation an Friedrich III. Und er ist der leitende Arzt, und unter ihm sind 7 Ärzte beteiligt. Hier haben wir wirklich den Aufstieg. 1481, nachdem er Leibarzt geworden ist, erwirkt er auch die Auflösung der Leibeigenschaft. Also bis 1481 ist er Leibeigener nach wie vor, muss also mit der Erlaubnis seines Herrn agieren, und erst dann löst er diese Leibeigenschaft auf. Aber hier haben wir ein wunderbares Beispiel für einen nicht studierten Arzt, der sehr, sehr weit hochkommt und auch einen großartigen Ruf bekommt, schreibt dann auch ein Buch, hat auch tatsächlich von seinen Bekenntnissen her, ist das ganz spannend, was der so konnte. In der Liga spielt unser Frankfurter Arzt nicht. Ist eine Entscheidung von mir, für mein Skript. Ich habe gesagt, er ist nicht der Stadtarzt. Er ist eine Stufe drunter. Vielleicht wird er irgendwann Stadtarzt. Wäre gut für ihn. Stadtärzte Berlin richtig gut. Er ist quasi ein freier Wundarzt. Beim Stadtarzt ist das so, der bekommt ein Salär von der Stadt. Das liegt irgendwo zwischen 20 und 80 Gulden. 20 Gulden ist zum Leben für den Stand eigentlich zu wenig. Also der Lohn eines gut verdienenden Handwerksmeisters geht eher so in Richtung 60 Gulden im Jahr. 20 wäre da nicht genug. Aber er darf über dieses Geld hinaus auch Einnahmen erzielen. Es gibt aber Patienten, die er umsonst behandeln muss. Zum Beispiel in den Spitälern. Werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Bei allen anderen wird ihm genau vorgeschrieben, wie viel er nehmen darf. Zum Beispiel für eine normale Behandlung, als ein Beispiel von vielen, 8 Pfennige. Also man hat sich in den Arm geschnitten, geht zu ihm, lässt sich verbinden, und 8 Pfennige ist so ein Regelsatz für ihn. Auch das ist von Stadt zu Stadt verschieden, es ist immer eine Frage der Zunft. Aber spannend ist eben, dass wir solche Kassentarife quasi bereits finden. Das gibt es. Unser Wundarzt ist auch an Tarife gebunden, allerdings sind die höher, da er kein Einkommen hat, und er kriegt auch nicht wie der Stadtarzt ein eigenes Haus gestellt. Der Stadtarzt bekommt ein Haus gestellt, und zwar ein Haus in einem bestimmten Wert, das ist dann größer als das, was wir gerade beschrieben haben. Aber wie gesagt, unser Arzt ist ein freier kleiner Wundarzt. Die Tätigkeiten, die er so macht, es gibt natürlich erstmal die akute Versorgung. Jemand hat sich akut verletzt, geht zum Wundarzt. Das ist genau das, was wir im Film von Tarex gezeigt bekommen. Da kriegen wir einmal die Trepanation gezeigt, und da ist ein Notfall, zu dem er gerufen wird, und es ist dann noch der Notfall mit dem Patrizier. Dieser Arzt im Film macht nichts aus eigenem Antrieb, der wird immer nur gerufen, der scheint gar keinen geregelten Tagesablauf zu haben. Bei unserem Wundarzt ist das ein bisschen anders. Die akuten Dinge, die er versorgen muss, da gibt es Brüche, eben Wundversorgung, Einrenken von ausgerenkten Körperteilen, Behandlung von Verbrennungen, Amputationen. Das sind eben so die Sanitäter-Tätigkeiten, die er akut machen muss. Es gibt operative Eingriffe, die er macht. Es gibt sein Entfernen von Abszessen, von Tumoren, von Blasensteinen. Blasensteine scheinen tatsächlich ein größeres Problem im Spätmittelalter gewesen zu sein, finden wir immer wieder. Hämorrhoiden werden entfernt, Krampfadern werden entfernt und noch einiges anderes. Der Starrstich, den wir vorhin schon hatten, dabei wird mit einer Nadel im Auge die getrübte Linse durch grauen Star zum Beispiel nach unten ins Auge gedrückt, sodass die Linse quasi entfernt wird. Es gibt auch ganze Entfernungen, aber der Starrstich ist üblich. Und dadurch kann der Patient wieder sehen, denn die getrübte Linse ist weg. Er hat aber dadurch eine Weitsichtigkeit irgendwo um die 19 Dioptrien, also unfassbar stark. Aber er sieht wenigstens wieder. Das Licht kommt wieder an den Sehnerv. Das war offensichtlich eine große Verbesserung. Problem daran ist zum Beispiel die Entzündungswahrscheinlichkeit. Also es gibt sogar reisende Wundärzte, die den Starrstich zum Beispiel auf Märkten ausführen. Und es wird gesagt, dass die vor allem deswegen reisende Wundärzte sind, damit sie wieder schnell wieder weg sind, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Aber es gibt eben auch sesshafte Ärzte, die das machen. Es werden schon Darmnähte gemacht. Also es hat mich sogar überrascht, wenn eine Verwundung am Darm ist, die konnten das nähen. Und zwar wurde dann in den Darm zum Beispiel eine Gänsegurgel, also die Luftröhre einer Gans, eingesetzt, und dann wird der Darm wieder verschlossen.
Trepanation haben wir ja im Film gesehen, also am offene Kopf. Das ist auch gar keine so ungewöhnliche Sache. Das wird ganz häufig beschrieben. Zahnmedizinische Eingriffe vom Zahnziehen bis zur Schmerzbehandlung. Sehr schön bei der Schmerzbehandlung ist die sogenannte Zahnwurmkerze. Das ist eine Kerze, die im Mund genommen wird. Und tatsächlich, die haben geglaubt, dass Karies von einem Wurm hervorgerufen wird. Ich meine, wenn man sich die Löcher anguckt, das liegt erstmal nahe, auch wenn wahrscheinlich niemand diesen Wurm gesehen hat. Aber Zahnwurmkerze fand ich auch schön. Es gibt sogar bereits Schönheitsoperationen. Im 15. Jahrhundert gibt es einen Arzt, der, um eine Nase zu korrigieren, schon einen Lappen am Innenseite des Oberarms quasi anlegt, die dann verpflanzt werden kann. Beeindruckend eigentlich. Und natürlich der Aderlass. Der Aderlass ist auch so eine Allerweltssache, die auch in Badehäusern zum Beispiel angeboten wird. Schröpfköpfe, also da ist gar nicht so, dass man irgendwie eine allzu starke medizinische Notwendigkeit dafür vorliegen muss, also nach damaligen medizinischen Vorstellungen, sondern das ist tatsächlich eine gefragte Leistung eines Wundarztes. Die Ausstattung, wie gesagt, mein Film, ich kann ausstatten, wie ich möchte. Hier habe ich aus einem Wundarztbuch aus dem späten 15. Jahrhundert so ein Kabinett. Da sehen wir diverse Zangen, wir sehen Klistiere, Sägen, allerlei Dinge. Also so ein, es scheint ein aufklappbares Holzkabinett zu sein, in dem er all seine Sachen hat. Und seitlich auf der rechten Seite hängt auch ein Lederfutteral. Und genau so ein Lederfutteral hat ein lieber Freund von mir, Alexander Würkner, mit seiner Werkstatt Antwürke nennt die sich, Entschuldigung, dass ich gerade gegangen habe, es ist so ein Lederfutteral für Werkzeuge. Das kommt da rein, kann man oben aufziehen, das ganze Werkzeug werden reingesteckt. Damit war der Wundarzt dann unterwegs, wenn er außerhalb unterwegs war. Schon deutlich schöner als das, was wir im Film gesehen haben. Und die Werkzeuge selber werden auch beschrieben. Solche Bücher nennen wir zwei Arten von Pfeilzangen. Und auch wenn die linke sehr, sehr prächtig aussieht, das ist überhaupt nichts von diesen rohen schmiedeeisernen Geräten, sondern ist offensichtlich ein Profi-Werkzeug, das von einem guten Handwerker gemacht wurde. Trotz allem ist das auf der rechten Seite laut Buch die schlechte Pfeilzange, denn die erweitert den Wundkanal. Das links ist eine gute Pfeilzange, eine Schubpfeilzange. Die wird in den Wundkanal eingeführt. Dieser Bohrer wird in die Hülle des Pfeils hineingedreht und dann kann man das Ganze komplett durch den Mundkanal rausziehen, ohne dass man den unnötig erweitert. Also man sieht, es sind Spezialgeräte, je nach Einsatzzweck. Und auf der nächsten Seite haben wir zum Beispiel eine Zange und die Zange, also mein Zahnarzt hat sowas auch noch rumliegen. Sieht relativ modern aus und da merkt man eben schon, das sind keine Leute, die improvisieren, sondern die arbeiten mit Werkzeug, das für diesen Zweck gedacht ist. Im Fall eines Beinbruchs zum Beispiel haben wir hier schön eine Beinlade. Die soll das gebrochene Bein strecken, damit man den Knochen wieder richten kann. Und danach sieht man, wie dieser Bruch behandelt wird. Es wird nicht eingegipst. Also das Bein ist jetzt übergroß dargestellt, denn es geht um das Bein. Also nicht wundern über diesen riesigen, dieses riesige Bein und riesigen Menschen und diesen winzigen Wundarzt. Da wird kein Riese verarztet, sondern es soll nur die wichtigen Teile zeigen. Da wird ein Verband rumgelegt, dann werden Holzscheiben als Schiene quasi aufgeklebt. Darum kommen dann Drähte, die mit so einer Messingtülle verdreht werden und dadurch ist es möglich, wenn der Bruch besser wird, dass man diese Drähte löst und das Bein immer mehr Bewegung zurückbekommt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir heute bei Brüchen wieder machen, dass es eben keine Komplettgips ist, sondern so ein Halbschalengips und mit dem Verband man das Ganze lösen kann. Also eigentlich eine ziemlich fortschrittliche Methode, einen Bruch zu schienen. Oder es gibt bei all den positiven Dingen auch noch ein Negativbeispiel. Das macht unser kleiner Wundarzt aus Frankfurt auf keinen Fall. Das ist jetzt ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Historismus-Gemälde quasi, denn die Kleidung ist etwa 100 Jahre früher. Und da sehen wir den Narrenschnitt. Ist auch mehrfach zu sehen. Hier sehen wir einen Quacksalber. Der schneidet einem Patienten, einem besessenen Patienten, also offensichtlich irgendeinem mit psychologischen, psychosomatischen oder was auch immer Beschwerden die Stirn auf, macht einen Schnitt in die Stirn und dann kommt ein Taschenspielertrick, er tut so, als würde er Steine rausschneiden. Er lässt im Prinzip in diese Wunde Steine kommen, die er dann herauszieht und diese Nachensteine sollen den Wahnsinn oder was auch immer verursachen. Das ist etwas, was wir eben häufiger sehen, gerade von so Reisenden, Ärzten, die so in Richtung Scharlatan gehen. Also da haben wir Quellen zu. Es gab die, auch dieser Narrenschnitt eben. Nichtsdestotrotz ist seine Ausrüstung nicht schlecht. Auch seine Kleidung ist nicht schlecht. Der scheint damit ganz gut zu verdienen. Und wenn wir jetzt eben nicht gerade diese Situation hätten, dass der da Leute betrügt, wäre das wieder eine schöne Blaupause für unseren Wundarzt.
Weitere Tätigkeiten über die Grundversorgung und die operativen Eingriffe hinaus ist natürlich die Kontrolle und Begleitung von Genesung. Also wenn jemand bei ihm behandelt wurde, da muss der auch noch immer wieder nachschauen. Der kann ihn nicht einfach entlassen. Das ist auch etwas, womit er natürlich zu tun hat. Also auf jeden Patienten, den er auf seinem Operationsstuhl vermutlich hat, muss er eben auch noch Hausbesuche und Ähnliches machen. Das gehört unbedingt auch dazu. Es gibt auch nicht medizinische Anwendungen, Dinge, die wir im Badehaus finden, eben Badehaustätigkeiten insgesamt, Schröpfen, also nicht der normale Aderlass, sondern eben einen Schröpfkopf ansetzen, da wird eine kleine Wunde zum Beispiel am Rücken gestochen, dann wird ein tönerner oder gläserner Schröpfkopf ausgesetzt, der durch Unterdruck, also es wird, die Luft wird verbrannt, zum Beispiel durch eine Flamme, dann wird es aufgesetzt, saugt sich fest und saugt Blut. Genauso aber so etwas wie Leibkneten. Massage gehört zu der Zeit schon zu den Angeboten eines Badehauses und dem, was ein Wundarzt macht. Also wir haben auch die Tätigkeiten eines Physiotherapeuten beim Wundarzt drin. Dinge einrenken, Massagen und Ähnliches gehört ganz, ganz genauso dazu. Je nachdem, wie seine Position ist, ist er auch Teil des städtischen Gesundheitswesens, wenn als Stadtarzt sowieso, aber auch als Zunftmitglied. Er überwacht also die Gesundheit an anderen Orten. Er überwacht zum Beispiel andere Mitglieder seiner eigenen Zunft. Er überwacht Fremde, die in die Stadt kommen und medizinische Dienstleistungen anbieten. Er überwacht Hygiene. Das sind alles Teile seines Aufgabengebietes. Und er ist als Sachverständiger wichtig. Zum einen, gerade als Stadtarzt, wieder in der Kontrolle anderer, aber auch sowohl, wenn es um juristische Dinge geht, da gibt es zwei Varianten. Einmal, er muss zum Beispiel Verletzungen beziffern, er muss sagen, wie stark ist eine Verletzung, damit eben entsprechend ein Prozess geführt werden kann. Er ist im Prinzip die Person, die sagt, ja, so schwer ist die Verletzung, also müssen folgende Strafen oder folgende Bußen geleistet werden. Genauso bei den Delinquenten nach der Verurteilung ist auch er wieder zuständig für die Versorgung. Also bei einer Hinrichtung natürlich nicht, aber so diese typischen Dinge, Hand abschlagen, Wangen durchstechen, Ohr, eine Kerbe ins Ohr schneiden, das sind alles Dinge, die im Rechtssystem vorkommen. Die versorgt er. Davon wird er dann von der Stadt bezahlt, aber da steht er im Prinzip bereit, um die Versorgung zu übernehmen. Das sind alles Aufgaben eines ganz normalen Wundarztes in einer Stadt. Also man sieht schon, er ist schon Teil dieses Mikrokosmos Stadt. Er lebt nicht getrennt von allen anderen. Ja, Quacksalber und Scharlatane hatte ich jetzt schon. Das ist so, das ist die ganze Bandbreite, die wir haben. Und irgendwo darin ist eben unser kleiner Wundarzt. Jetzt will unser Wundarzt das Haus verlassen. Und während er im Film war, ja beim Vorsteher der Metzgerzunft, der irgendwie auch wieder nur Stroh im Fenster hatte und hat er um das Geld gefeilscht, was nicht stimmt, denn er hätte seinen Satz gehabt. Unser Arzt muss einkaufen gehen, er muss zur Apotheke, verlässt also selbst das Haus, nicht weil er gerufen wird. Und jetzt schauen wir uns an, wie sieht so eine Stadt überhaupt aus. Um Stadtansichten zu finden, muss man am besten in den Hintergrund von Gemälden gehen. Wir sehen sehr selten eine Stadt wirklich als Hauptteil eines Gemäldes. Und wenn wir das sehen, dann ist es gerne so ein himmlisches Jerusalem oder so etwas. Wir brauchen die Nebendarstellung. Hier haben wir eben eine Nebendarstellung. Das dürfte eine niederländische Stadt sein. Dann ist es auf einem niederländischen Altar zu finden. Eine Verkündigungsszene von Robert Campin. Da ist dann die Werkstatt von Josef, eine Holzverarbeitung. Werkstatt. Hier auf dem heruntergeklappten Laden sieht man auch eine Mausefalle stehen, aber dahinter sieht man eben die Stadtansicht. Wir sehen keinen Dreck auf der Straße. Ich bin mir sicher, in einer damaligen Stadt, auch in Frankfurt am Main, gibt es Straßen, vor denen ich mich geekelt hätte. Aber es gibt auch modernen Frankfurt, S-Bahn-Unterführungen, vor denen ich mich ekel. Gar keine Frage. Wir haben bestimmt auch nach einem starken Regenguss die nicht befestigten Straßen aufgeweicht. Gar keine Frage. Aber die wichtigen Straßen, die Plätze, der Römerberg zum Beispiel, waren ziemlich sicher nicht durch Matsch bedeckt. Das wird auch nicht dargestellt. Hier sehen wir ein Pflaster, werden wir gleich nochmal besser haben. Wir sehen im Hintergrund auch schon wieder Läden, also so die Häuser, die unten einen Laden eingerichtet haben. Und im Vordergrund sehen wir auch, wo der Begriff Laden herkommt, denn der Fensterladen, der hier nach unten geklappt wird und dadurch zur Verkaufsfläche wird, das ist der Laden.
Da kommt's her. Oben sind auch, ist noch Fensterladen nach oben zu klappen, also wieder so eine Fensterkonstruktion. Und wir sehen diese ganze Stadtansicht. Wir sehen die Häuser mit den Treppengiebeln. Wir sehen im Hintergrund mehrere Kirchtürme. Das ist auch ganz typisch für so eine mittelalterliche Stadt. Kennen wir heute noch, wenn wir unterwegs sind. Rotenburg ob der Tauber, der Dinkelsbühl oder sowas haben von weitem eine ganz, ganz ähnliche Optik. Hier ist nochmal so etwas, da sehen wir auch wieder Alltagsleben, sogar ein Mann, der an der Leiter an seinem Haus hochklettert. Und wichtig, diese ganze Darstellung, dieser Mann da ist im Original vielleicht einen Zentimeter hoch, also winzig klein. Das haben die mit winzigsten Pinseln gemalt, um sich, um ihre Kunstfertigkeit zu zeigen. Also was wir da sehen, ist in Wirklichkeit ganz, ganz, ganz klein. Und hier haben wir eine etwas größere Stadtansicht, da sehen wir eben genauso einen Laden, da sehen wir sogar schon, ich glaube, es sind Töpfe, Tontöpfe, die da hängen oder so etwas. Da haben wir so einen Ladenansicht. Und hier haben wir gleich eine ganze Marktgasse. Hier sehen wir sogar das Pflaster am Boden, deutlich sichtbar. Kein Schlamm, Pflaster. Wir sind auch gar keine Schweine ständig auf der Straße. Ganz merkwürdig, nicht mal der Nebel ist zu sehen. Ja, natürlich ist das auch eine Art idealisierte Darstellung, aber die Vorstellung, dass alle Darstellungen komplett überidealisiert sind und dass sich diese Künstler eine Traumwelt geschaffen haben, in der die Straßen nicht von Kot bedeckt sind, das mag ich nicht glauben. Ich mag eher glauben, dass wir in einer Stadt auch das finden. Ich mag Bandbreiten. Also ja, es gibt Gassen in Elendsvierteln, wenn eine Stadt überhaupt groß genug ist für ein ganzes Elendsviertel. Oder die typische Gerbergasse oder sonst etwas, bin ich mir sicher, nicht überall schön, aber ganz sicherlich hier in der großen Marktstraße. Und hier haben wir eben eine ganz große Bandbreite an Läden, aber wir reden von Frankfurt am Main und im Film wird auch die Messe kurz erwähnt. Da sieht es dann eher so aus. Hier haben wir eine, ich glaube, der Marktplatz von Eger in der heutigen Tschechischen Republik. Da werden Stände aufgestellt. Also kurzzeitig für eine Messe, für einen großen Markt stellt man Reihen und Reihen von Ständen auf. Hier offensichtlich Stoff, der gehandelt wird, aber gerade auf der Frankfurter Messe wurde enorm viel gehandelt. Allen voran Edelmetalle. Da haben wir auch die Situation, dass aus allen möglichen Städten Gesandtschaften kommen, große Handelszüge. Und dann sieht es in Frankfurt auf dem Römer eher so aus. Wahrscheinlich dicht getränkt, viele, viele Buden. Da ist unser Wundarzt den Vormittag unterwegs und sein Ziel ist eben eine Apotheke. Hier haben wir ein Bild aus dem Tarquinium Sanitatis, hatte ich schon einen Film zugemacht, das ist eben ein Apotheker. Lustigerweise scheint er auch ganz viele Kerzen zu verkaufen, das finden wir immer wieder. Kerzen scheinen eine Sache des Apothekers zu sein, aber eben auch andere Stoffe. Wir sehen vor ihm Spandosen, die genutzt werden als Behältnis, im Hintergrund Zinnkrüge und Glasflaschen. Und hier haben wir ein Fresko, da sehen wir das ein bisschen später, aber sehen wir sogar sehr schön eine Apotheke mitsamt einer Theke. Er misst gerade etwas ab und hier sehen wir eine ganze Menge an beschrifteten Gefäßen im Hintergrund, in denen er eben seine Medikamente hat. Teilweise verkauft er auch Gewürze oder Zucker, das gehört alles auch noch dazu. Und mit so einem Apotheker muss unser Wundarzt in einer relativ regen Handelsbeziehung stehen, denn wie gesagt, ein Großteil seiner Medikamente darf er nicht selber machen. Hindert ihn die Zunft daran, ich teile das klar auf, dementsprechend muss er es eben zukaufen und die Arbeitszeitung dürfte gar nicht anders sein als heute. Wenn wir heute sagen, ich kriege vom Arzt ein Rezept, da steht heute nur noch das Medikament drauf. Ursprünglich war das natürlich wirklich ein Rezept mit einer Anweisung, was da bitte gemacht werden soll und das ist genau die Beziehung, die wir hier eben auch haben. Zur Hygiene, was wir eben auch haben, ist so Metzger. Da gibt es die Variante, dass der einen Innenhof an seiner Metzgerei hat, wo er arbeitet. Aber es kann genauso gut sein, dass er direkt auf der Straße arbeitet. Und die Frankfurter Metzger saßen tatsächlich relativ zentral. Da ist es nicht hygienisch, wenn die gerade schlachten. Da haben wir dann auch Blut und Ähnliches auf der Gasse. Das ist dann genau der Punkt, wo es nicht mehr angenehm ist. Viele Gassen haben auch tatsächlich einen Rinnsal in der Mitte. Der Irrtum ist eben, dass dort ständig Urin fließt. Was da eher fließt, ist Lauge. Das sind eher das Wischwasser und das Spülwasser der einzelnen Häuser, die durch diesen Rinnsal laufen. Und dann haben wir es eben mit einer Lauge zu tun, Aschelauge. Hatte ich auch schon mal was zu gemacht. Die Vorstellung, dass da irgendwie reiner Urin durch die Straßen läuft, ist auch relativ hanebüchen. Kommt bestimmt vor, gar keine Frage, auch weil wir Tiere, zum Beispiel Pferde in der Stadt haben, will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber wenn wir, wie gesagt, dadurch die falsche Gasse gehen, dann kann das für unsere modernen Nerven schon, glaube ich, ziemlich widerlich sein. Bin ich mir sehr sicher. Oder auch geschäftige Stellen. Hier haben wir zum Beispiel, es könnte ein Hafen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auch im 16. Jahrhundert, aber es ist eben ein Ladekran, der ergibt
an einem Hafenbecken mehr Sinn. Wobei gerade in den flämischen Handelsstädten die Hafenbecken bis in die Stadt reingebaut werden. In Frankfurt am Main ist unser Hafen unten am Fluss, außerhalb der eigentlichen Mauer sogar. Aber dort hatten wir eben auch so einen Kran stehen, der zum Ausladen genutzt wurde. Und dann sehen wir eben im Vordergrund solche Schlitten von Pferden gezogen. Das sieht man heute zum Beispiel noch in den Niederlanden, in Gouda auf dem Käsemarkt. Da werden ganz ähnliche Schlitten zum Teil getragen, zum Teil gezogen. Und damit werden dann die Güter in der Stadt verteilt. Ja, auch da wäre zu viel Dreck auf der Straße wieder eher hinderlich. Weil unser Wundarzt jetzt lang genug unterwegs war, gönnt er sich auch noch ein Mittagessen außer Haus. Da haben wir aus der Riechental-Chronik über das Konzil in Konstanz ein schönes Beispiel. Da haben wir einen fahrbaren Ofen, in dem Pasteten gebacken werden. Und auf einem Konzil wie in Konstanz ist das sinnvoll. Auf der Frankfurter Messe ist das ebenfalls sinnvoll. Und genau an so einem Wagen gönnt sich unser Wundarzt jetzt eine Pastete. Und wenn man kann jetzt natürlich sagen, das ist zu viel für so eine Produktion, aber für die Produktion vom SWR, Mittelalter im Südwesten, Konstanz statt des Konzils, wurde genau dieser Wagen von historischen Darstellern, die ich auch ganz gut kenne, nachgebaut. Also die haben es gemacht. Das war ein Teil dieses Films. Die haben gezeigt, wie der aufgebaut war, dieser Lehmofen darauf, haben den auch ausprobiert, haben dann Pasteten gebacken, ging ganz wunderbar. Da hat sich unser Wundarzt jetzt einen Imbiss geholt. Und diesen Rundgang habe ich jetzt von der einen Seite betrachtet. Was haben wir an Läden? Jetzt will ich die andere Seite noch betrachten. Wie sieht Frankfurt zu der Zeit überhaupt aus? Fange ich an mit einer Außenansicht. Die ist aus dem 19. Jahrhundert, stellt aber den baulichen Zustand aus dem frühen 18. Jahrhundert wieder dar und ist von der mittelalterlichen Ansicht gar nicht so weit weg. Das Wichtigste im Vordergrund ist die Alte Brücke. Die Alte Brücke war die Lebensader Frankfurts. Frankfurt wurde ursprünglich an einer Furt gegründet. Später wurde hier die Alte Brücke gebaut und die ist auf viele, viele Kilometer die einzige Brücke. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, zwischen die nächste Brücke auf der einen Seite sei bei Mainz und auf der anderen, in die andere Richtung, sind wir schon mitten im Spessart, bis wir eine Brücke bekommen. Also da reden wir von leicht 50 Kilometern. Und in der Region ist das eben die einzige Brücke. Es gibt noch Fähren natürlich, aber als Händler muss ich quasi über die Alte Brücke. Und das macht Frankfurt natürlich als Handelsstadt sehr, sehr attraktiv. Wir sehen auf beiden Seiten Befestigungen. Diese Brücke steht nicht einfach so da, die ist schwer befestigt, allein schon um den Brückenzoll einzutreiben. Auf der anderen Seite sehen wir eben die Kulisse Frankfurts mit dieser Mauer. Wir sehen die Häuser auf der Mauer. Das gibt, glaube ich, eine ganz gute wieder, wie die Optik aussieht. Wir sehen auch die verschiedenen Kirchtürme. Das ist alles schön dargestellt. Wir haben einen Stadtplan, der zeigt den Zustand um 1350. Natürlich ist das kein Stadtplan gewesen, sondern was wir hier sehen, ist die Umsetzung einer Straßenliste. Da wurden alle Besitztümer der verschiedenen Frankfurter Kirchen wurden zusammengetragen und man hat eben eine Straßenauflistung und die hat man auf einen Stadtplan übertragen. Aber das gibt uns einen guten Eindruck davon, wie es in der Innenstadt Frankfurts ausgesehen hat. Teilweise sehen wir auch eben so Bezeichnungen wie Webergasse oder ähnlichen. Anderes wie die Fahrgasse heißt heute noch so. Das ist eben diese Hauptstraße, die einmal durch Frankfurt geht von der alten Brücke her. Eine bessere Ansicht haben wir dann, und da kommen wir gleich zu, das ist noch die älteste Stadtansicht, die ich kenne. Normalerweise ist die älteste und beste Stadtansicht immer aus der Schädelischen Weltchronik. Frankfurt kommt da nicht vor. Irgendwelche nickeligen Nürnberger haben uns außen vor gehalten. Sehr gemein. Das ist aus einer Sachsenchronik, eine sehr frühe Darstellung Frankfurt am Main. Man erkennt die Baustelle des Doms, des Turms, aber ansonsten ist da nicht viel zu erkennen, es ist sehr generisch. Viel besser wird es dann eben 1552, der Belagerungsstadtplan. Frankfurt wurde belagert und hier sehen wir aus der Halbvogelperspektive eine Darstellung der Stadt. Und das können wir auch sehr schön sehen auf der rechten Seite. Das wäre eben der südliche Teil, das ist Sachsenhausen. Sachsenhausen ist so die Vorstadt auf der anderen Mainseite. Und auf der linken Seite haben wir die Altstadt mit dem darum gebauten Neustadtring. Das hat übrigens die Produktion von Terra X sehr, sehr schön gezeigt. Die hatten da so eine visualisierende Computervisualisierung. Die hat mir sogar außerordentlich gut gefallen. Es war sehr, sehr nett gemacht, weil man sehen konnte, dass dieser Neustadtteil nur sehr dünn besiedelt war zu der Zeit. Hier hat sich das Ganze schon ein bisschen geändert, aber im Detail kann man da sehr viel entdecken. Ich werde diesen Plan auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kann man ein bisschen auf Entdeckungstour gehen.
die Mauer. Natürlich hat Frankfurt eine durchaus beachtliche Wehranlage, hat sie in dieser Belagerung auch gerettet. Frankfurt wurde erfolglos belagert und erhalten ist davon zum Beispiel das Eschenheimer Tor. Von daher lustig, weil es gibt gar keinen Ort namens Eschenheim, es gibt nur einen Ort namens Eschersheim. Der Name hat sich im Ort und an dem Turm unterschiedlich entwickelt, war mal der gleiche, heute ist das nicht mehr. Und dieser Turm wurde im frühen 15. Jahrhundert gebaut. Frankfurt hatte mehrere solche Türme, das ist aber der einzige Turm der Stadtbefestigung, der erhalten geblieben ist. Darüber hinaus hat Frankfurt aber noch ein paar Warten. Die Friedberger Warte, Galluswarte, da gibt es eben verschiedene Warten. Nur die Warten waren vorgesetzte Befestigungen, die vor der Stadt in zwischen einem und zwei Kilometer Entfernung vor der Stadt lagen und quasi als Wachtürme dienten. Das hier ist aber wirklich ein Torturm gewesen. Und ein anderes Beispiel für ein Tor ist das Fahrtor, das eben zum Hafen geht. Und zum Hafen zu kommen, muss unser Wundarzt da durch. Auch ein gotischer Bau. Tor darüber, man sieht, das Bild ist deutlich später entstanden, gibt aber trotzdem einen netten Eindruck. Und wie die Gassen, durch die er geht, so aussehen, wenn wir nicht auf den breiten, schönen Gassen sind, sondern in den Altstadtgästlein, dann haben wir hier die Goldhutgasse am Fünffingergästchen. Am Fünffingergästchen, da ist die Schern, da waren tatsächlich die Metzger. Aber das ist für die Frankfurter Altstadt ganz typisch. Und bis zum Zweiten Weltkrieg hatte Frankfurt eine sehr, sehr unbeschädigte Altstadt. Galt als eine der größten und besterhaltenen Altstädte überhaupt in Europa. Ist nach dem Zweiten Weltkrieg quasi nichts von übrig geblieben. Gar nichts. Jetzt bauen sie es teilweise wieder auf, aber hier haben wir wirklich so diese Optik, sehr, sehr enge Gassen, die auch dunkel werden, dadurch, dass sie eben so hoch sind. Frankfurt sah nicht überall so aus, aber gerade im Gebiet zwischen Dom und Römer ist das die Optik, die wir in Frankfurt tatsächlich vorfinden. Sind aber hier nicht mal arme Häuser, also da, das ist eine Region, wo wirklich auch mittelständige Handwerker und sowas gelebt haben. Bekannteste Wahrzeichen ist natürlich der Dom. Ist kein Bischofssitz, also keine Kathedrale im eigentlichen Sinne, aber dort wurden mehrfach Kaiser gekrönt. Ist schon wichtig. Das ist die Optik, wie er früher aussah. Der Turm ist mal wieder so ein nicht fertig gebauter Turm, hat am Ende nur noch gerade eine Kuppel draufgesetzt und bis zum einem Brand im 19. Jahrhundert sah der so aus, auch im Mittelalter 1454 sieht der im Prinzip so aus. Nach dem Brand hat man sich dann, wie eben auch in Köln oder in Ulm dazu entschlossen, ihn nach einem bereits vorhandenen Riss, also der war fertig geplant, fertig zu bauen. In die heutige Optik des Frankfurter Doms ist eben eine historistische, die aber den Originalplanzustand wiederhergestellt hat. Das Ganze finden wir tatsächlich mehrfach, dass das so gemacht wurde. Eine andere prominente Kirche ist die Nikolaikirche, die direkt gegenüber dem Rathaus liegt. Das ist ursprünglich eine Hofkapelle gewesen, der Frankfurter Pfalz. Auch da gab es eine Königspfalz. Und man hat dann eine Reliquie des heiligen Nikolaus angekauft und die dorthin gebracht. Man wollte Pilger anziehen, hat nicht so ganz geklappt. Ist aber ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine gotische Kirche und eventuell die Kirche, in der unsere Familie zum Beten geht. Das wäre eine Aufgabe, die oft die Frau übernimmt, denn man muss da noch gar nicht lange im Gottesdienst sitzen. Der wichtige Punkt ist die Erhebung der Hostie. Das kann die Frau für die ganze Familie mal eben miterledigen und nur an den wichtigen Tagen gehen dann eben alle Familienmitglieder. Aber so etwas wie diese alltägliche Seelsorge ist auch typische Frauenbeschäftigung. Der Römer, ich habe ein älteres Bild rausgesucht, denn die heutige Ansicht des Römers, des Rathauses, ist mit der damaligen nicht mehr vergleichbar. Wir wissen zum Beispiel, es gab eine Eingangshalle, die wurde im 15. Jahrhundert gebaut durch den Künstler, der vorhin das Buch gemalt hat, aus dem wir den Wundarzt geholt haben. Dieser Goldschmied wurde dann beauftragt, da die Oberaufsicht über den Bau dieser Eingangshalle zu halten. Die wurde komplett innen ausgemalt, also muss sehr prächtig gewesen sein, ist aber nichts von erhalten, nicht mal Bilder. Wir haben keine Ahnung, wie sie aussieht, wir kennen nur die Quellen dazu. Das Rathaus war ursprünglich mal ein Patriziergebäude, also sogar drei Patriziergebäude, die wurden gekauft, wurden zum Rathaus zusammengelegt und seitdem ist das der Sitz des Rates der Stadt. Ebenfalls erhalten ist das Leinwandhaus, das ist tatsächlich, es war mal die Stadtwaage ursprünglich und ist dann ab dem 15. Jahrhundert eben als Leinwandhaus verwendet worden, als Lagerhaus, als Handelshaus für Stoffe. Da haben wir eine sehr typische Optik, die wir gleich nochmal sehen haben. Das hat so etwas Burgartiges, hat mehr von einer Festung als von einem Haus. Und wenn wir hier zum Beispiel das steinerne Haus nehmen, das Haus der Patrizierfamilie Melem, ist genau dieselbe Optik. Also die in Anspruch, adlige Patrizier zu sein, haben sie schon sehr deutlich gezeigt. Und hier haben wir zum Beispiel den Gläsernhof, der ist auch ist im 19. Jahrhundert abgerissen worden, hat genau dieselbe Optik, auch ein Patrizierhaus. Also das ist etwas, was wir im Frankfurter Stadtbild immer wieder finden. Und ganz ähnlich wie im Film wird jetzt auch unser Wundarzt Richtung der Familie Holzhausen
gehen in der Nähe des Allerheiligentors. Hier haben wir noch ein Frankfurter Stadttor. Dahinter sieht man ein Kirchengebäude, das gehört zum Allerheiligen Hospital, werden wir gleich noch behandeln. Aber ganz in der Nähe liegt das Haus Fürsteneck. Das ist eine Rekonstruktionszeit, also wie sah es ursprünglich mal aus? So, ich glaube, es soll den Zustand des 16. Jahrhunderts wiedergeben. Unten mit diesen gotischen Bögen, das ist das Haus der Familie Holzhausen, die wohl mächtigste und reichste Patrizierfamilie in Frankfurt am Main. Und wir wissen ja aus dem Terra-X-Film, der gute Mann hat einen Abszess. Im Film wird das etwas merkwürdig dargestellt, bei uns machen wir das anders, aber dahin eilt unser Wundarzt jetzt, dass er überhaupt gerufen wird, zeigt schon, auch wenn er nicht der Stadtarzt ist, er ist auch kein Niemand, er ist nicht irgendein Kupfuscher. Also wenn der Stadtarzt nicht zu kriegen ist, dann holt man ihn, auch nicht schlecht. Und hier haben wir ein späteres Bild, so sieht die Gesamtanlage aus. Also es ist nicht nur das Haus, es ist ein ganzer Hof, da sehen wir wirklich diesen Anspruch, ich bin ein Adliger, ich wohne in einem Hof innerhalb dieser Stadt. Dass da unten jetzt ein Laden eingerichtet ist, kann ich mir nicht ganz erklären. Also passt überhaupt nichts dazu. Wenn, dann ist das unten eben wieder eine Handelshalle, eine Lagerhalle, in der die Geschäfte der Familie geführt werden. Da unten ist ganz sicherlich kein Laden für die Öffentlichkeit. Aber eben der restliche Hof und auch der Turm, der dazu gehört, so sah das Haus Fürsteneck etwa zu der Zeit aus, in der unser Film oder unser Projekt hier spielt. Innen, hier ist ein Bild des alten Rittersaals, also es gab wieder so einen halbholzvertäfelten Saal. Was wir jetzt sehen, ist natürlich viel, viel später, da sind wir schon eher in Richtung Barock. Auch die Stuckdecke ist später, aber es zeigt ungefähr den baulichen Zustand. Die Fenster, die Größe der Fenster, die Anordnung der Fenster, also nicht immer nur kleine Windaugen, wie uns das erzählt wurde, sondern wir haben richtige Fenster. Im Fall eines Herrn von Holzhausen ganz, ganz sicher voll verglast. Das Schlafzimmer, in dem die nächste Episode dann eben spielt, da habe ich ein Schlafzimmer aus einer französischen Handschrift, das wäre dem Ganzen angemessen. Ich habe eine Vertäfelung, in dem Fall einen Wandvorhang, der das Ganze ebenfalls isoliert. Ich habe ein Fenster mit einer Sitzbank und wieder diese Zweiteilung, oben geschlossen, unten offen, alles mit Fensterläden. Ich habe Teppich am Boden, ich habe einen Fliesenboden um mein Bett herum. Einmal habe ich einen Betthimmel, den hatte unsere Wundarztfamilie nicht. Und ich habe eine Sitzbank drumherum mit Kissen, also dieses ganze Schlafzimmer ist einfach nicht eingerichtet. Ich würde mich nicht beschweren, da zu schlafen, um Himmels Willen. Und auch dieser Betthimmel, nein, der ist nicht nur gegen Bettwanzen und sowas. Und wenn man Diener hat, die die Strohsäcke oft genug wechseln, ja, die haben auf Stroh geschlafen, dann ist das auch eine hygienische und ordentliche Angelegenheit. Spätestens da, wo das nicht regelmäßig gewechselt wird, da fängt es dann an, unhygienisch zu werden. Ab dann haben wir zu viel mit Parasiten zu tun. Aber das als Normalzustand anzunehmen, gerade im Haus eines Patriziers, halte ich für verfehlt. Unser Patrizier liegt im Krankenbett. Hier haben wir es nicht mehr ganz so prächtig, aber wir haben eben so einen Mann auf dem Sterbebett und da stehen nicht nur die drei Ärzte. Im Hintergrund haben wir einen Arzt, der macht gerade die Urinschau, werde ich gleich noch was zu sagen. Wir haben Familienmitglieder, die da sind. Wir haben Priester, die Wache an seinem Bett halten, beziehungsweise eine Nonne, die für ihn betet. Wäre der Mann wirklich ernstlich krank, würde es so aussehen. Ist er aber nicht, er hat nur einen Abszess. Im Film wird uns jetzt erzählt, dass von diesen drei anwesenden Ärzten keiner diesen Abszess gefunden hätte. Weil die untersuchen ja ihre Patienten nicht. Ja doch, tun sie ganz offensichtlich. Hier haben wir eben ein Beispiel für einen Arzt. Hier ist ein Arzt, kein Wundarzt, der seinen Patienten untersucht. Der Arzt kümmert sich eben um die Diagnose. Der kümmert sich, man kann im Prinzip runtergebrochen sagen, der Arzt wird bezahlt, solange der Patient gesund ist. Der kümmert sich um die Gesundheit des Patienten. Es geht um die Ethik. Ich hatte schon mal die Vier-Säfte-Lehre erwähnt. Der Mensch nach der Vorstellung besteht aus vier Säften. Schwarzer Galle, gelber Galle, Blut und Schleim. Und wenn diese Säfte im Gleichgewicht sind, dann ist der Mensch gesund. Und das Erste, was wir hören im Prinzip im Film, da sagt einer, der Mann hat zu viel gelbe Galle, wir müssen ihn zur Ader lassen. Er zapft Blut ab, weil er zu viel gelbe Galle hat. Er gibt schon in der Welt dieses Arztes keinen Sinn. Aber es ist eigentlich die Aufgabe, die Ethik. Was darf ein Patient essen? Was soll er essen? Das ist ein guter Teil. Wie er sich kleidet. Also es ist ein großes Gesundheitssystem. Astrologie spielt da auch noch rein. Natürlich ist das aus heutiger Sicht zum großen Teil Humbug, aber es ist ein theoretischer Unterbau, auf den diese Ärzte zurückgreifen konnten. Und natürlich hat dieser Arzt diesen großen schwarzen Abszess entdeckt, selbstverständlich. Und er tut das, was nun mal seine Aufgabe ist. Er ruft einen Wundarzt und sagt ihm im Prinzip, was er zu tun hat. Wird sich vermutlich aber auch auf den Rat des Wundarztes hören. Gemeinsam beschließen sie, dieser Abszess wird aufgeschnitten.
die Wunde wird dann soweit offen gelassen, dass Eiter oder ähnliches abfließen kann und später wird sie dann verbunden und entsprechend behandelt. Das ist jetzt gar nicht irgendwie Hexenwerk, das ist genau das, was ein Arzt und ein Wundarzt in der Zeit gemacht hätten. Den Schnitt hätte der Arzt aber selbst nicht angesetzt, denn er ist eben Arzt und kein Wundarzt. Zum einen gibt es da eben die Zunft dazwischen und zum anderen, er ist wahrscheinlich ein Kleriker, wenn auch nur die niederen Beine, er wird das nicht tun. Daraufhin wird dann eben auch noch Medikamente gegeben, wo dann der Apotheker wieder ins Spiel kommt und bei jemandem, der es sich leisten kann, wie dem Herrn von Holzhausen, ist das ein System, das hier funktioniert. Hätte er eine andere Erkrankung, nehmen wir zum Beispiel einfach eine Blinddarmentzündung, dann hätten die ihm nicht helfen können. Schwierig. Nahezu unmöglich, dass er das überlebt hätte. Da gibt es einfach deutliche Grenzen, die nur ganz schwer zu behandeln waren. Aber ein Abszess wie der, den wir im Film gesehen haben, juckt eigentlich von den drei niemanden. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie... Gut, bei der Größe weiß ich auch schon nicht mehr, ob das noch überlebt ist, aber bei den normalen Größen, ja, ist halt Tagewerk. Eben hatte ich schon die Urinschau gezeichnet. Das ist so eine Sache, die in der Diagnostik ganz wichtig ist. Urin, die Farbe, der Geschmack, das ist ganz bekannt. Diabetes, also Diabetes mellitus, höchstsüßer Durchfluss, wurde angeblich am Geschmack erkannt. Ich weiß nicht, ob der Urin wirklich süß ist, bin ich überfragt. Aber auch das gehört tatsächlich offenbar zu den Tätigkeiten eines Arztes. Geruch, Geschmack, aber vor allem die Farbe. Da gibt es eben wie hier so eine ganze Skala, welche Farben vorkommen und was das jeweils bedeutet. Das ist etwas, was ein Arzt eben auch getan hat. Ja, so unspektakulär ist eigentlich unser Besuch im Haus des Patriziers Holzhausen, aber es wäre halt die wunderbare Gelegenheit gewesen, den Unterschied zu zeigen zwischen dem Haus unseres Wundarztes, einfach aber zweckmäßig eingerichtet, und der Pracht eines Patrizierhaushaltes. Denn da sind wir bei den Superreichen der Stadt. Da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und klar, das wird für eine Filmproduktionsfirma schwierig. In meiner Fantasie hier können wir alles zeigen. Holzverkleidete Räume, Teppiche, alles da. Unser Wundarzt hat aber noch nicht Feierabend. Er, wo er sowieso schon da ist, muss er noch ein paar Pflichten erfüllen. Er geht ins Allerheiligenhospital. Denn er ist unter anderem verpflichtet, dort kostenlos zu arbeiten. Als Zunftmitglied hat er die Pflicht, eine gewisse Zeit im Hospital zu wirken. Hier habe ich das Hospital in Beaune in Frankreich, in Burgund. Und das ist sehr typisch für solche Hospitäler. Es ist im Prinzip ein Kirchenraum. Und da steht ein Altar. Und das Wichtigste in der Medizin ist tatsächlich, Gott hilft am besten. Und Gebete sind ganz wichtig, aber nicht die einzige. Also die versuchen nicht nur Gebete. Es gehört aber immer dazu. Es werden Messen. Also wenn der Herr von Holzhausen krank ist, dann holt er nicht jemanden, der für ihn betet, dann lässt er Messen für sich lesen. Dann bezahlt er Priester dafür, dass sie täglich eine Messe für ihn lesen. Und hier ist dasselbe. Es werden Messen gelesen und das soll die Gesundung natürlich unterstützen. Diese Hospitäler sind quasi immer von einem Orden unterstützt. Also in den Städten oft Bettelmönchsorden, wir haben in Frankfurt am Main mindestens 5 Klöster, wir haben in Sachsenhausen ein riesengroßes Deutschherrenkloster, wir haben ein Barfüßerkloster in der Innenstadt, da wo heute die Paulskirche steht, in der die 1848 die Versammlung war, das war ursprünglich die gotische Kirche der Barfüßer, wir haben Karmeliter, wir haben Dominikaner, also eine ganze Bandbreite an Orden und einer davon unterhält eben hier das Hospital und wir sehen an den Seiten eben die Betten. Das Hospital in Beaune wurde vom Kanzler von Burgund gestiftet und er hat enorm große Mühen auf sich genommen. Unter dieser Halle, die wir gerade sehen, fließt ein Bach entlang. Wir sehen in der Mitte Gitter, alles Wischwasser musste einfach nur in diese Gitter gewischt werden und fiel dann direkt in den Fluss. Hinter diesen Betten ist ein Gang und jedes Bett hatte eine eigene Toilette, also einen eigenen Abort, der ebenfalls in diesen Fluss geleitet wurde. Jedes dieser Betten hat eigenes Zinngeschirr und man kann sie schließen. Also wir haben hier gesundheitliche Maßnahmen, die heute modern wären. Also die werden auf Corona eingerichtet. Ist natürlich ein besonders prächtiges Hospital. Nichtsdestotrotz dürfte das Allerheiligenhospital gar nicht so anders ausgesehen haben. Hier habe ich nochmal die Innenansicht eines Spitals. Man sieht hier mehrere Patienten in einem Bett. War nicht ganz unüblich, haben wir bei Gasthäusern schon gehabt. Und offensichtlich ist es hier tatsächlich nicht so einfach, denn wir sehen Nonnen, die Leichen in Leichentücher einnähen. Also hier sind wir wohl in einer solchen Situation oder Ähnliches geraten. Aber wir sehen trotzdem auch hier in der Mitte den Kapellenteil, außen eben die Betten. Das gibt ganz gut wieder, was wir eben gesehen haben.
Das Allerheiligenhospital hat verschiedene Teile. Es hat durchaus für die Wohlhabenden Einzelzimmer, es hat einen großen Krankensaal, es hat aber auch ein Armenspital. Da, wo die untergebracht und versorgt werden, die sich anders nicht mehr zu helfen wissen. Und spätestens am Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Wiederanstieg der Bevölkerung wird die Nachfrage groß, dass irgendwann die Stadt das Recht quasi an sich zieht, zu entscheiden, wer darf in das Armenspital hinein. Da muss man sich mehr oder minder bewerben. Genauso gibt es aber auch einen Stiftsbereich, wo Leute ja ihren Lebensabend verbringen können. Die kaufen sich ein für eine bestimmte Summe und kriegen dann das Recht, dort zu leben und versorgt zu werden, auch von den Nonnen und Mönchen versorgt zu werden und eben auch Essen und Trinken zu bekommen. Wenn man in so ein Stift aufgenommen wurde, ist das quasi wie ein Altersheim. Auch da gibt es Armenstifte, die eben gespendet werden. Nehmen wir an, der Herr von Holzhausen stirbt an seinem Abszess, dann kann er zum Beispiel im Testament, um seiner Seele Linderung zu verschaffen und die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen, Messen lesen lassen, aber auch Armenstifte spenden. Oder was eben so üblich ist, Armenbäder stiften. Da sind wir schon wieder bei der Badekultur. Außerhalb von Frankfurt liegt noch das Gutleuthaus. Wir haben es mit Lepra immer wieder zu tun. Und das Gutleuthaus finden wir, den Namen finden wir an vielen Orten. Dort werden eben Leprakranke dauerhaft versorgt und aufgenommen. In Frankfurt ist danach ein ganzes Stadtviertel benannt, das Gutleutviertel. Das ist so hinterm Bahnhof Richtung Mainz gelegen, am Main, auch wieder in der Flussnähe. Und da wird unser Wundarzt nicht eingesetzt. Das ist tatsächlich, wer da arbeitet, ist was Eigenes. Aber im eigentlichen Hospital und im Allerheiligenhospital arbeiten unter anderem auch die jüdischen Ärzte, denen es teilweise verboten war, Christen zu behandeln. Im Hospital dürfen die arbeiten. Da finden wir dann auch wieder einen Kontakt und vermutlich auch einen Austausch. Weitere medizinische Einrichtungen der Stadt sind natürlich so etwas wie die Betriebe von Barbieren und Badern, die ja zur selben Zunft gehören. Hier sehen wir wirklich, wie mit der Schere Haare geschnitten werden. Ich hoffe, dass die Schere eigentlich kleiner ist. Im Hintergrund sehen wir das Rasiermesser zusammengeklappt und die Rasierschale. Also auch der, es ist, ich finde es so lustig, dieser Sitz und auch das Tuch um den Hals. Also die Leute sind ganz normal zum Friseur gegangen, wie wir heute auch, und haben sich da die Haare schneiden lassen. Gar nicht anders als heute. Und das ist eben dieselbe Zunft. Auch der macht kleinere Eingriffe. Und dann haben wir natürlich noch das Badehaus, oft als Schwitzbad. Und hier sehen wir eben einen Bader, der wieder aus derselben Zunft ist, oder auch ein Wundarzt, der gerade Schröpfköpfe ansetzt. Und ich habe in einem anderen Video schon mal gesagt, dass Adlers auch gar nicht als unangenehm empfunden werden muss. Hatte ich auch Kommentare dazu. Aber ja, hier haben wir ein schönes Beispiel. Die Leute haben sich freiwillig schröpfen lassen als Teil des Saunavorgangs. Und in Finnland ist das heute gar nicht unüblich. In Finnland gibt es Saunen, wo man geschröpft wird, wenn man es möchte. Und ich kenne Leute, die sagen, das sei eine angenehme Erfahrung. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber hier haben wir eben wirklich einen breiten medizinischen Bereich in der Stadt. Und da ist unser Wundarzt direkt involviert. Den Abend im Film wird ja gezeigt, wie in ein Gasthaus geht. Ich hatte jetzt gerade einen Film gemacht über Gasthäuser. Da war klar, so die Gasthauskultur ist einfach eine andere. Wäre er Teil einer großen Zunft, also die größten Zünfte in Frankfurt sind zum Beispiel die Fischer, das ist die allergrößte Zunft, oder die Gärtner. Also Gärtner heißt nichts anderes als Bauern im Umland, aber weil sie in der Stadt wohnen, sind es eben keine Bauern, sondern Gärtner. So muss man Gärtner verstehen. Es gibt auch Krämerzünfte und ähnliche Dinge. Die hätten eine eigene Zunftstube. Die hätten ein eigenes Lokal für ihre Zunftmitglieder. Auch teilweise eine Herberge für wandernde Gesellen oder so etwas. Unsere kleine Baderzunft mit 16 Mitgliedern, glaube ich, waren es, hat sowas natürlich nicht. Was die eher haben, ist ein Stammtisch. Die werden in irgendeiner anderen halbwegs gut beleumdeten Schenke, vielleicht eine Weinschenke, vielleicht aber auch ein richtiges Gasthaus, in dem Händler und so absteigen, ihren Zunftstammtisch haben. Die haben so Dinge wie eine Zunftlade. Eventuell haben sie auch in irgendeiner der Frankfurter Kirchen einen eigenen kleinen Altar für ihre Zunft. Zünfte machen auch gemeinsam Prozessionen und solche Dinge. Also das ist Zunft ist auch tatsächlich Teil des Zusammenlebens. Und als Zunftmeister hat er da seine Verpflichtung, geht also abends in ein Gasthaus, um an einer Zunftversammlung teilzunehmen. Und weil es im Film dran kam, wird es auch jetzt eine Messerstecherei geben. Die endet aber ein bisschen anders als im Film, denn die Frankfurter Bürger sind durch Bürgereid verpflichtet, so etwas zu unterbinden. Die Strafe darauf, bei einem Streit nicht einzugreifen und ihn zu schlichten, ist Verbannung. Die werden es also getan haben. Das heißt nicht, dass nicht jemand verletzt werden kann. Also wenn es schnell genug geht,
die Leute tragen Messer und Dolche, das gehört zur Kleidung, schnell gezogen. Also ich weiß nicht, ob die Leute sich mehr geprügelt haben als heute, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stich- oder Schnittwunde zugefügt wurde, dürfte höher gewesen sein, einfach weil wir heute in der Regel nicht bewaffnet sind. Bei uns fliegen die Fäuste eher, als dass ein Messer gezogen wird. Da ist das ein wenig anders. Diese ganze Geschichte mit dem italienischen Händler. Erstmal italienische Händler in Frankfurt. Unwahrscheinlich, Handel ist weniger persönlich zu der Zeit, sondern es ist mehr mit Zwischenschritten. Der italienische Händler wäre im Frühmittelalter noch eher nach Frankfurt gekommen als im Spätmittelalter. Seine Schriftrolle hätte den Arzt oder den Mundarzt gar nicht groß gejuckt, denn darauf war nur eine einfache Darstellung eines menschlichen Körpers zu sehen. Die Vorstellung, dass die Leute so etwas nicht kannten, Augenblick. Ich habe hier eben ein Wundarztbuch aus dem späten 15. Jahrhundert und direkt vorne drin als Druck haben wir eine anatomische Zeichnung. So ein bisschen war nicht geheim. Es war auch nicht irgendwie besonders. Also wegen so einer Schriftrolle, die noch dazu, was soll sie kosten? 20 Gulden, also ein halbes Jahresgehalt, hätte sich nicht so wahnsinnig aufgeregt. Und nach Italien reisen kann er auch nur schwer, eine Familie zu versorgen. Also wenn er nicht irgendwie gut genug situiert ist in seinem momentanen Stand, kann er wahrscheinlich auch keine großen Reisen machen. Wenn er mal aufsteigt und Stadtphysikus zum Beispiel wird, dann kann er sich das irgendwann leisten. Dann kann er irgendwann Geld beiseite legen, darauf sparen und kann dann solche Reisen machen. Und dann wäre natürlich Italien auch nett, wobei tatsächlich die medizinische, also im Hochmittelalter und auch bis ins Spätmittelalter ist Italien sehr führend. Das hat die Schule von Salerno sehr berühmt. Aber gerade im 15. Jahrhundert geht das in Richtung Frankreich über. Da wird Paris das große Zentrum der Chirurgie. Das wäre wahrscheinlich eher sein Ziel. Und dementsprechend die ganze Geschichte mit dem Italiener und der Schriftrolle, die ihm so wahnsinnig Wissen gibt, fällt weg. Die Wundärzte dieser Zeit standen bereits miteinander im Briefverkehr. Das haben wir in ganz, ganz vielen Fällen. Auch unser Beispiel von vorhin, Hans Seif, stand mit anderen Wundärzten nachweislich in Kontakt. Auch der Austausch zwischen Wundärzten und Ärzten, der war da, den gab es. Da gab es natürlich eine Standesgrenze auch zwischen Studierten und Nichtstudierten, aber wir haben eben Beispiele gesehen von Wundärzten, die diese Standesgrenze überschritten haben, die selber Stadtarzt geworden sind und auch als Chirurg sehr, sehr weit gekommen sind. Der Austausch war da. Man muss natürlich einschränken, vieles konnten sie nicht wissen, vieles konnten sie auch nicht behandeln, aber sie waren eben keine vollkommen Idioten, die mit irgendwelchem sehr, sehr improvisierten Werkzeug an die Sache rangegangen sind. Ja, nach unserem Kneipenbesuch geht er dann nach Hause. Seine Frau, wie gesagt, war nicht untätig. Sie wird ebenfalls Patientenbesuche gemacht haben, nämlich überall da, wo es um die Nachversorgung geht, wo sie keine eigene chirurgische Tätigkeit gemacht hat. Das darf sie nicht. Aber wenn sie ihrem Mann nicht assistiert, dann macht sie eben sicherlich solche Dinge eigenständig, eventuell eben auch Dinge wie Kräuter anrühren, Medizin anrühren, das gehört eben auch dazu. Sie muss sich um den Haushalt kümmern, auch wenn sie eine Magd hat, die muss sie anleiten, sie muss sich um die Ausbildung ihrer Kinder kümmern. Sie hat auch absolut keinen müßigen Tag gehabt, sie hat ebenso lange und ebenso viel gemacht. Abends werden sie vielleicht noch die Zeit finden, sich zusammenzusetzen und dann im Kerzenlicht. Licht ist tatsächlich ein Problem, denn auch mit vielen Kerzen kriegt man einen Raum nur wenig beleuchtet. Aber wir reden vom Mittelalter. Ich weiß nicht, ob diese beiden Leute aus Liebe geheiratet haben. Das ist gerade wobei in dem Stand kann der dynastisch was machen, eventuell. Aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber, sie leben zusammen und sie haben mit Sicherheit eine Zweckgemeinschaft gebildet, wenn sie nicht völlig zerstritten haben. Und was eben mir dann eben auch fehlt, ist, dass wir irgendein Familienleben sehen. Das gab es im Mittelalter. Wir haben spielende Kinder. Wir haben Erziehung. Wie gesagt, das Bild von war es einem Erziehungsratgeber. Und der hieß nicht, verprügel deine Kinder, bis sie brav sind. Das war nicht die Erziehungsmethode des Mittelalters. Auch, aber nicht in diesem Buch. Ich würde meinen Film jetzt mit einer familiären Szene abends im Kerzenlicht enden lassen. Das wäre für mich ein brauchbares Ende und am Ende gehen sie zu Bett, schließen die Fensterläden, legen sich schlafen. Das möchte ich gerne als Ende meines Tages sehen. Ja, das war ja mein Tag im Mittelalter, mein Entwurf davon, wie man so etwas zeigen könnte. Und ich hoffe, ich habe so am Rand, ich habe mir die ganzen Expertenexkurse gespart, die würde ich ähnlich einbauen, teilweise mit denselben Experten, allerdings mit anderen Aussagen. Ich hoffe, ich habe aber ein paar andere Dinge angeschnitten, die sie eben in dem Film nicht angeschnitten haben, was mich sehr wundert, weil
gerade das Thema Medizin, da ist noch so viel mehr zu erzählen und so viel mehr zu zeigen. Ich würde eben viel, viel Wert darauf legen, dass Dinge gezeigt werden, die nicht dem Klischee des grauen Mittelalters entsprechen. Davon finden wir so wahnsinnig, wahnsinnig viele. Und das ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von meinem Entwurf haltet. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben. Ich würde mich sehr freuen, das zu diskutieren. Wenn der Film Mein Tag im Mittelalter euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Glocke oder sowas müsst ihr nicht. Ich bringe sowieso jede Woche einen Film. Das kennt ihr inzwischen wahrscheinlich. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr merkt, meine Stimme wird immer rauer. Wer mir ein Spezi ausgeben will, kann das unten über den Link zu Ko-fi machen. Wer mich dauerhaft unterstützen will, da ist auch noch ein Patreon-Link. Ich bin allen meinen Patronen wahnsinnig dankbar. Ohne euch gäbe es diesen Kanal gar nicht. Oder ich würde immer noch vom Handy filmen, was weiß ich. Vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und im Sinne dieses Videos vor allen Dingen, bleibt gesund.